Unsere aktuelle Stärke liegt bei 748, relativ gesehen zur Liga auf Platz 4. Braunschweig hat nur eine Stärke von 700. Also sollte machbar sein. Ich würde mal schauen. Oh, unsere Form ist ja so grottig. Was ist denn hier los? Ja, alter Mann. Ich brauche dich in Topform. Fehlt nochmal 2 Moralpunkte, der Arsch. Der Klo-Arsch. Rede mal mit Ulis und Bui, sag ich ihm. Bui bleibt unverändert. Ah, sind alle ziemlich formschwach momentan. Ist echt bitter. Machen wir mit den Jungs, die gut drauf sind. Naja, liebe Leute. Pressing, eigene Hälfte, normale Abwehrreihe. Direktes Passspiel. Passspiel sind ja schon recht sicher. Und voller Einsatz, klar. Über rechts mit Fink. Der war auch so ein bisschen rumalbert, glaube ich, ne? Na gut, 71 ist er noch ganz okay. 74, 67, ja, da haben wir ziemlich abgebaut. Ein Sieg muss her gegen Braunschweig. Ein Sieg muss her. Gucken wir mal rein, wie es in der Zentrale aussieht. Wir haben noch mindestens einen sehr guten Jugendspieler. Ja, ich bin Jugendspieler, kannst du in die Tonne kloppen. Wir sind im Weichert hier. Ich finde Jugendspieler alles schlecht. Da haben wir echt nicht viel Alternativen. Da ist einer dazugekommen. In der C-Jugend aus. Da sieht es besser aus. Da haben wir zumindest einen Torwart. Und in der D-Jugend haben wir zumindest zwei Leute. Haben und Stefan Schulte. Stefan Schulte braucht mal einen Mentor, sehe ich gerade. Trainingsziele, zentraler Mittelfeld. Passspiel reinmachen, Technik reinmachen. Alles ganz simple Sachen. Und Manndeckung und Ballkontrolle als Defensive. So, einfach mal alles so reingepeitscht. Ich kann das auch alles mal auf 65 hoch machen. Dann entwickeln die eben solche Fähigkeiten kontinuierlich auf einen sehr qualitativ hochwertigen Wert. Und das wäre klasse. Kannst du natürlich jetzt nicht jede Woche einstellen und bearbeiten und schauen, dass die danach kommen. Aber man kann zumindest die Mentoren einstellen. An der Stelle würde ich mal einen Drax da noch reingeben, solange der da ist. Privatlehrer braucht er keinen. Bevorzugte Position muss aufgestellt werden einfach. Bums. Fertig. So. Denn Drax ja noch ein paar Wochen als Mentor. Da lernt er bestimmt eine ganze Menge. Gucken wir mal, wir gucken noch mal fix hier Marktwert und Ablöseforderung. Forderung hier 4 Millionen aktuell bei Draxler. Müsste man gerade mal kaufen, ne? Die 4 Millionen. So, 900.000. Oh, hier muss ich aufhören. Fromlowitz hat einen Marktwert von 775.000, hat eben mal 100.000 gut gemacht. Ist ja krass. 100.000 innerhalb von einer Woche. Muss ich mal gleich hier anpassen. Ich mach mal alle Forderungen auf Marktwert. So, und die Mindestforderung auf aktuellen Marktwert. Und dann erhöhen einfach mal die Forderungen. Alles klar, so schnell geht das. Da haben wir schon ein paar Jungs, die eine Mille wert sind. Also Mille, wir für eine Mille verkaufen könnten. So muss man es sehen. Vertrag. Wir können auch noch ein bisschen erhöhen. Wir können noch erhöhen, bis die unverkäuflich sind da oben. Genau. Die sind unverkäuflich. Bitthoff, Terrazino, Fink auch. Transferstatus ändern. Ach, da kann ich bloß Ablöseforderung einstellen. Machen wir 2 Millionen draus. Ja, so schnell geht's. Gut. Ich will ja halt nicht einfach so verkaufen. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn ich merke so, okay, pass mal auf, eine Position könnten wir loswerden, dann überlege ich mir das, aber vorher wollte ich jetzt nicht unbedingt da schon die Jungs verkloppen. Und deswegen sage ich mal, wir spielen gegen Braunschweig im Textmodus, bis gleich. Wird Zeit, oder? Ein langes Rumgedüdel, so, los geht's. 4, 3, 2, 1, 0.
Glocke da in Braunschweig läuft. Unglaublich, oder? Habt ihr das eben gehört? 4, 3, 2, 1. Unglaublich, ey. Abgefahren. Ja, wer sich fragt, woher ich das habe, ich habe mir das Soundpack runtergeladen für die zweite und erste Bundesliga mit auch Einlaufmucke aller Mannschaften. Und das guckt jetzt und da haben wir bestimmt noch eine ganze Menge lustige Sachen in den nächsten paar Tagen. Beziehungsweise in den nächsten paar Spieltagen. So, Braunschweig hier geht in Führung 1-0 zu Hause. Kumbela. Klappstuhl. Meine Güte, der 20. Spieltag, ich erinnere mich so ein bisschen an die letzte Saison. Da war auch so, wir haben das ganze Jahr gut gespielt gehabt und dann in der Rückrunde die ersten Spiele alle vergeigt. Ich hoffe mal, dass es dieses Jahr nicht so wird. Mit dem Ausgleich sieht es gut aus. Tipptopp. Julian Draxler, Vorlage für Terrazino. Wie sollte es anders sein? Unglaublich, es geht so weiter. 11 Minuten gespielt und die Fans sehen hier eine ganze Menge Tore. Spitzensache. Ja, ich bin mal so gespannt nach den ersten 20 Minuten, wie so die Benotungen sind, wo die Schwächen liegen, wo die Stärken sind. Wir gehen mal in die Statistik rein. Interessant. In der Konferenz sehen wir auch mal eine ganze Menge. Bei uns steht es 1-1. Wie steht's denn? Wo? Wir müssen mal gleich ein bisschen gucken, wie es bei Pauli steht. Pauli verliert, Köln noch unentschieden und Lautern gewinnt. Okay, das sind so diese drei Mannschaften, die so ziemlich auf uns abgesehen haben. Union Berlin. Wow, war wieder eine große Chance von uns. Nee, Chance von Braunschweig. Da müssen wir echt aufpassen jetzt. Und statistisch gesehen führen die sogar im Ballbesitz, die Braunschweiger, obwohl die satte 50 Punkte schwächer sind wie wir. Aber es hat nicht immer was zu heißen. Ne? Man kann auch als Außenseiter ruhig mal zu Hause gewinnen. Und so wird auch Braunschweig hier in dieses Spiel reingehen. Jetzt heißt es nur für uns, dass unsere Offensivabteilung eben ein Tor schießt noch, um die Führung zu erlangen und vielleicht noch eins draufsetzt, frühzeitig, um wieder etwas Ruhe reinzukriegen. Mit dem Unentschieden würden wir auf jeden Fall unsere Tabellenführung verteidigen und hätten immer noch 3 Punkte Vorsprung vor den anderen, aber wir könnten ordentlich Abstand schaffen mit einem Sieg und da wollen wir ja hin. Gucken wir mal, wo sind die schlechten Noten? Pripp mit einer 5, Haas mit einer 4,5, also unsere beiden Sechser sehen heute nicht gut aus. Steht so ein bisschen bei der 24. Minute. Krupke kriegt jetzt auch noch eine gelbe Karte. Das heißt, für mich so Braunschweig muss jetzt ein bisschen Gas geben. Wir hatten da bei uns eine gekriegt. Bittroff hat eine gekriegt, eine gelbe Karte. Wenn Pripp und Jaschwi eine kriegen, sind die erstmal gelb gesperrt. Bei Pripp wird es schwierig, ihn zu ersetzen. Möglichkeit für den Karlsruher See. Probleme für Petkovic, der einen Distanzschuss aus 28 Metern von Terrazino nach vorne prallen lässt. Powerplay in Braunschweig von uns, ich hoffe es mal. Ja, der Karlsruher See hat nun Braunschweig komplett in dessen eigene Hälfte eingeschnürt. Draxler mit einem Feintritt gegen Henn und kommt die Flanke in Strafraum, aber Torhüter Petkovic geht da kein Risiko ein und verlängert den Ball mit einer Hand zur Ecke oder was. Ja, und das ist wieder Milchraum sein Ding. Wer auch schon das Interesse bei anderen Vereinen geweckt hat. Ecke. 2-1. Das haben wir geübt. Die Ecken sind mittlerweile brandgefährlich bei uns, genauso wie die Freistöße von Edgar Pripp. Ich glaube, da sind wir in der Liga eine der wenigen Mannschaften, die da ganz, ganz feste Schützen haben, die richtig, richtig gut sind. Gerade Milchraum mit den Ecken, ne? Das macht er jetzt schon 2 Jahre. Also das hat er mittlerweile raus. Wenn nicht er, wer sonst? So, nochmal eine Chance für uns. Wieder eine Ecke, diesmal nicht vorbei. Schauen wir mal. 2-1 zur Halbzeit ist ein tolles Ergebnis, wie ich finde. Eine schwierige Entscheidung in Braunschweig. Draxler nimmt den Ball irgendwie an und trifft für den Karlsruher SC. Jetzt kommt wieder los. Foulspiel, angeblich. Draxler, was sagt der? Fairplay oder eher nicht? Nein, Tor für uns. Sehr schön. 3-1. Draxler weiß, wie es geht. Er ist Profi, mehr als alle anderen. Er nimmt das Tor mit, ne? Weißt du noch, Terrazino gerade 2 Spieltage vorher hat er noch gesagt, ja, war nicht so. Ich habe mit der Hand gespielt. Diesmal kriegen wir unser Tor. 3-1 zur Halbzeit. Tolles Ergebnis. Gibt uns eine ganze Menge Möglichkeit zu agieren. Und vielleicht so ein bisschen noch auszuwechseln. Schon bereits zur Halbzeit. Schauen wir mal. Wie gesagt, der Sieg würde uns so richtig weit nach vorne peitschen. Das gucken wir uns dann gleich mal an. Sobald wir im Nachbericht sind, aber da sind wir noch eine zweite Halbzeit. Ich gehe schon ein bisschen zu weit voraus.
Aber die Erfahrung gibt einem ja meistens recht, ein 3:1 ist schwierig nochmal aufzuholen für den Gegner. Gerade wenn wir das Spiel schon gedreht haben, ne? Also 3 Tore nach Rückstand, das ist schon heftig. Wir können alle mal motivieren, kommt auch richtig gut an, außer bei Prip und bei Haas, unsere beiden Sechser, tun sich ein bisschen schwer. Die Stimmung ist aufgehalten unserer Mannschaft, könnte besser sein, müssen wir mal essen gehen oder sowas. So, ich nehme mal Jaschwili raus, einfach um eine gelbe Karte zu vermeiden und lass Bui laufen in der zweiten Halbzeit. Ich hoffe mal, ihr könnt das nachvollziehen, ich möchte einfach nicht zu viele Leute jetzt wegen der Gelbsperre riskieren. Prip würde ich einfach auch nochmal rausnehmen. Im Laufe der Zeit. So, nochmal eine Chance für uns. Jetzt mal gucken, ob jetzt auch mal Bui da ein bisschen nochmal eingreift, nochmal ein bisschen Gas gibt. Taktisch können wir eigentlich jetzt einen Schritt runterfahren. Und das Ding gemütlich hier spielen. Latte, jetzt kommt Braunschweig wieder ein bisschen in unsere Hälfte und die nächste Chance, oder? Milchraum will die Ecke von Dennis Krupke per Kopf klären, aber trifft dabei die Latte des eigenen Tores. Nochmal Eckball. Aufpassen, Jungs, dann gibt es einen Anschlusstreffer und dann ist es meistens bitter. So. Aber Fromlowitz kommt heraus. Fromlowitz mit seinem ersten Pflichtspiel für uns, mit einer 1,5 aktuell, also das kann besserer Einstand sein. Ja, hier kriegt eine gelbe Karte. Lassen wir mal Konrad warm laufen, den wir noch reinbringen könnten als Jugendspieler. Nochmal Chance für Braunschweig. Wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt. Noch nicht zu früh die Einwechslungen vorne. Die wechseln auch jetzt aus, dann machen wir das auch. So, dann lassen wir nochmal so 10 Minuten laufen. Und so ab der 70., 80. nehmen wir dann auch noch Prip raus. Und mal schauen, ob da Piosek sich hinsetzt oder Krebs dazu kommt. Mal schauen, wer da gut reinpasst in die Position von Edgar Prip. 3:1 ist eigentlich schon ein schönes Ergebnis. Und es wird für Braunschweig jetzt schwer, dann nochmal anzusetzen. Ja, das ist unsere Defensive, glaube ich, mittlerweile schon ziemlich gestärkt und gefestigt. Spielt ja auch schon längere Zeit jetzt zusammen und somit wird es ja immer besser, ne? Ist ja klar. Also, es ist gerade in der Defensive, es ist wichtig, dass die Spieler Erfahrungen miteinander. Oh, Riesenchance in Braunschweig, die gucken wir uns gleich an. Wechseln wir erstmal Prip aus. Krebs kommt rein. Ja, es geht dahin. Und Krebs geht. Da geht es gerade noch weiter raus. Was ist denn da los? So, jetzt. Tor. 1:4 von Terrazino. 31. Tor in dieser Saison. Anton Fink bedient bei einem blitzsauberen Konter Marco Terrazino. Mustergültig und dieser schiebt den Ball ins Tor. Okay, liebe Leute, ein 4:1 hätte ich nicht gerechnet gegen Braunschweig, aber Stärkeverhältnis ist hier, denke ich mal, vollkommen gerechtfertigtes Ergebnis. Wir sind ja sogar in Führung gegangen, 1:0. Also sah ja am Anfang nicht so gut aus für uns. Ne? Hätten wir ja gar nicht glauben können, dass es da noch so die Kehrtwende gibt und wir unsere volle Stärke ausspielen können. Konnten wir zum Schluss einen Riesenaufreger nochmal in Braunschweig. Was ist denn da los? Bitroff erneut mit einem Foul. Zimmermann beschwert sich dann nicht zu Unrecht. Hat schon gelb. Er mahnt ihn nochmal. Also der Schiri fährt auf unserer Seite. Gott sei Dank. Ja, Bitroff hat schon gelb. Ich kann auch nicht mal auswechseln. Jetzt ist rum. Haben jetzt 3 Auswechslungen vorgenommen. Nochmal Chance hier für Braunschweig, aber den geht der letzte Schliff nicht so richtig ab. Ne? Draxler mit einer 1 heute wieder, Marco Terrazino ebenfalls. Klasse. Absolut spitzenmäßig. So, jetzt kriege ich hier Frank Kitschen nochmal eine gelbe Karte. Boah, die Fans von Braunschweig werden sauer sein, ne? Zu Hause 4:1 Klatsche. Das ist dann manchmal so. Wir freuen uns umso mehr. Ganz wichtige Punkte. Und ich gucke jetzt extra nicht in die Tabelle. Mache das im Nachbericht. Um zu sehen, wo wir denn stehen. Müller spielt den mitgelaufenen Marco Terrazino frei, dessen Flachschuss nur knapp neben dem linken Pfosten geht. Schade. Schluss wird, meine lieben Leute. Wir sehen uns gleich im Nachbericht.